Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play von Skolecho. Heute am Start ich, Silence, Malte, Rixus Gaming und Skolecho selbst. Wir fahren heute Panzer 3-7, ne? In Berlin. In Berlin, Reichstag. Ich will mal zum Reichstag fahren. Ja, fahren wir zum Reichstag. Angela Merkel besuchen. Machen wir Klassenfahrt. Wir können über die Map rausfahren. Wir können, also wenn wir jetzt unten spawnen, können wir einfach die Gegner umgehen und dann an der Kronprinzenbrücke von hinten angreifen. Nein, da sind hier Panzersperren. Mm-mm. Doch. Du kommst drüber. Du musst mir nur vertrauen. Wir kommen darüber. Alle gleich mir nach, okay? Alles klar. Nein, ich fahr lieber hier hinterm Reichstag und schieß die da weg. Aber immer nach rechts. Also ich werde gleich. Ne, ich brauche einen, der mich rüber schiebt, sonst geht das nicht. Wir können uns ich komm nachher mit. Noch mit den Nullseilen rüberziehen, dann sind wir auf der anderen Seite. Also ich hab jetzt rechts rüber. Ich hab ne Stuhl, da fahre ich nicht lang. Ich will Gegner mit meiner deutschen 10-5er wegkratzen. Was, dass ihr mich vielleicht für mich behandelt, aber. Was sind zwei Kumpels, die My Little Pony mögen? Pink Fluffy Unicorns, der sind on Rainbows. Wir müssen auf jeden Fall hinten durchs Berliner Tor. Ja, da müssen wir auch hin. Das ist das Brandenburger Tor. Ja, Junge. Ist doch egal. Berliner Tor. Ne? Ich schlepp hier einen Baum mit. Geh weg, Baum. Nicht aufgepasst. Ja, weißt du, ich werde immer dafür bevorzugt im Unterricht, weil ich eine 6 in Heimatkunde habe. Weißt du, das gewohnt in Berlin? Eine 6 in Heimatkunde als Deutscher. Oh Mann. Ja, ich werde jetzt auch noch gleich überall mich verlinken für YouTube und so, damit auch gleich alle mich abonnieren. Ich glaube, aus dem Video wird mich hier keiner abonnieren, aber. Frag einen Deutschen nach dem Weg. Wo geht's hin? Nach rechts. Dreimal rechts und einmal links. Wow. Das ist richtig. Es gibt in Deutschland genau zwei Richtungen. Rechts und rechts zwei. Nein, rechts und dreimal rechts. Lass mich mal kurz überlegen, war das hier schon? Wo fährst du hin? Nee, warte, wir müssen da durch. Das ist total cool, dann fahren wir im Grund hinten an der Kronprinzenbrücke stehen wir dann und können alle wegschießen. Alter, ich hab gedacht, ich wäre es gut in Geologie. Da kommst du von der Kronprinzenbrücke. Pass auf, ich glaube, das Teil gibt's gar nicht mehr. Hier musst du rüberfahren. Und jetzt musst du von hinten mich schieben. Pass auf, nee, musst du nicht mehr. Einfach hier rüberfahren. Hallo, kleine Wolverine. Nee, du musst immer zurückfahren und du darfst. Ja, ich nehme an, auf Moment. Oh Gott, da ist ein M18. Was macht dein M18? Steht da einer? Ja. Wo? Da, wo ich bin. Ach, scheiße. Von da. Du musst von da anfahren. Von da, wo meine Schüsse sind. Kann den so, mal bitte jetzt jemand mal wegmachen? Und vorne die eingeben? Hat keinen Rückschütz mehr. Erstmal. Cool. Ja. Tot. Genau so. Jawoll. So, jetzt fahren wir hier noch mal rein. Wir fahren gleich einmal außerhalb der Map, aber dann kommt halt der Countdown zum Schlachtfeld zurück, aber so gegen Sekunde 10 sind wir dann wieder da. Ich versuch's. Leute, helfen mir mal bitte einnehmen, mein Panzer ist gerade ziemlich nutzlos. Ich würde dich jetzt mitkommen können. Da steht doch ein schwerer. KVU. Der erste KVU. Und muss Vollgas geben und jetzt gleich da hinten über die Brücke vorne. Alles klar. Jetzt kommt die nach zum Schlachtfeld zurück und einfach durchfahren. Das haben wir schon. Hab ich schon mit Captain Bo gemacht, also das funktioniert. Solange du nicht ins Wasser fällst, ne? Unser gutes altes Niveau. Niveau, wir sinken. Nein, das heißt Captain Niveau, wir sinken. Verfälscht hier nicht die Tat. Guck mal, und jetzt ist schon wieder zurück zum Schlachtfeld hier. Also du kommst ganz sicher rüber. Ja. Yeah. Und jetzt solltest du nicht direkt am Wasser fahren, weil dann bist du ganz leicht weggesnackt von dem Wasser. Also an alle, die das gucken, holt euch die Stufe 42, die ist gut. Malte? Weil die meisten schon viel weiter sind, die gucken sich das nur, weil sie sich unseren total verbrannten Scheiß anhören wollen. Nein, angucken. Ach, nö. Das ist andere Seite gekommen. Weiß nicht. Wir müssen also, hier durch und dann einfach rechts weiter, dann kommst du immer zu Kronprinzen. Ich geh mal schnell den Bombenplatz. Und das ist bestimmt gerade hochinteressant für die Zuschauer. Ja, das ist ein toll, wie man an die Kronprinzen Bridge kommt. Jetzt werden die Kronprinzen überwandern. Komm, jetzt sind wir schon da vorne schon die Kronprinzen. Warum krieg ich eigentlich die kleine Scheiß G61 werde Gegner mit der 2S fliegen?
Da kommen wir gleich auch rüber, aber da musst du mich anschieben, da musst du dich. Oh scheiße, die schießt noch rund. Ostwind. Naja, Ostwind, der kann nix. Ja, doch. Bei mir ist fast alles verwundet. Was hab ich getroffen? Da hinten sind zwei Panzer. Ich muss in Deckung. Ich fahr in Deckung. Ach, nö, Bomben von der Du 2. Test. Pfeffer! Ich denke mal, das kann man gleich allen, die das Ding hier anschauen, mit auf den Weg geben. Malte, Schnauze. Mark, nein. Ich werde die schalten gleich alle aus, wenn sie im Intro hören. Und Mark. Warum Mark? Malte. Nein, Mark. Ja, Malte. Komm schon. Also das Sache übel ist hier ein Mark. Das ist ein KV1. Heilige Scheiße. Scheiße, ich bin tot. What the fuck, ich hab Ersatzteile für meinen Stuhl. Aber hier muss man mal nochmal herkommen, das war witzig. Ja, ich hab den. Du kommst auch teilweise von ganz allein hierher, also hast ja gesehen, dass man über die Panzerspellen ganz easy rüberkommt. Ja, ich bin jetzt auch tot, aber. Bin ich in meinem Lieblingstroll unterwegs. Am 24. Von der anderen Seite kannst du es halt auch. Wenn wir die Map nochmal haben, kann ich erst nochmal zeigen, dass man auch von der Kronprinzenbrücke dann rüberkommt. Dafür brauchst du noch einen zweiten Teammate, der. Ja, es ging ja jetzt eigentlich ohne. Also aber du kommst über die Kronprinzenbrücke nicht rüber, wenn du keinen Partner hast, weil da musst du angeschubst werden. Achso, kann okay. Der halt mit dem Kappseil, kann er dich dann auch benutzen, das ist dann... Wenn ihr wenigstens ein, zwei Kills mehr, würde ich mitkommen. Ich hab noch einen, ich hab einen Kill gemacht. Ja, einen. Wir beide. Ich hab fast einen gekriegt, aber ich hab nicht richtig getroffen. Du bist aber auch mit dem Schlachtfeld gewesen, wir sind gerade erst angekommen und auf einmal... Nein, eigentlich stand ich am Rand vom Schlachtfeld, ich stand nicht am Reichsrad. Auf uns haben halt drei Gegner geschossen, als wir hingefahren sind und die konnten halt in die Seite reinschießen, wir hätten hinter den Häusern weiterfahren können. Aber dann waren wir natürlich so schlau und direkt am Wasser lang gefahren. Ach, guck mal, wir sind in Berlin.